So, und natürlich, wie versprochen, geht's gleich weiter hier mit Dying Light. Was haben wir da? Ein Nagelbrett? Ein Hundebild? Eine Tasche? Teddybärchen? Ein Toder? Warten wir hier. Oh, was ist das? Ach, noch eine Tasche. Gut, dann machen wir weiter mit Pakt. Hier mit Raiz. Ein bisschen klettern wollen wir dann, ne? Müssen wir ja. Nee, Licht wollte ich jetzt nicht. Ist er jetzt K.O.? K.O. Geh K.O. Naja. Ach so, ist auch noch so ein... hier, so ein Schnellrenner. So ein Invertierter. Aua. Mehr hier. Jetzt wird denn das Licht angemacht von der Taschenlampe. Der Miss Gell hat immer so getan, als wäre er unzerstörbar. Gott, der stinkt vielleicht. Ich frage mich, ob der sich noch verwandelt. Nicht, wenn er tot ist. Richtig tot. Der Miss Gell hat immer so getan, als wäre er unzerstörbar. Und jetzt ziehen die an. Ja, hey, suchst du nach einer Schlägerei, Flachpfeife? So leicht kommst du mir nicht davon. Was geht denn hier? Oh ja. Ne, das ist eine stinknormale Truhe. Schade, können wir eigentlich jetzt Böller basteln? Das würde mich nochmal eben kurz interessieren, ja. Ein Böller. Naja, wenigstens. Einen Böller schon mal. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Was ist er denn? Nein, was zum Teufel! Karim, was soll das Geschrei? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Hä? Ja, läuft, ey. Haben wir irgendwas zum Werfen? Natürlich nicht. Aber wir können uns einen Molly basteln. Und damit bewerfen wir die Drecksäcke einfach. Pass auf. Vier Böller haben wir jetzt sogar. Ups. Ah! Ich glaube, wir sollten noch mal hier, wir locken jetzt noch mal ein bisschen nach hier hinten, ne? So ganz cool, dann springen wir jetzt hier hoch. Laufen hier so zack und zack und bam. Schneller, mach schon Crane. Crane. Ah. Natürlich! Ah! Natürlich, 20 Millionen Zombies da drinnen. Und der Spacken auch noch. Was soll denn das? War jetzt hier Kackböller, Alter. Oh, nee. So, Medikit. Da, geht's spielen. Zack, zack, zack. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut.
Und jetzt hoch zur Spitze. Zu welcher Spitze? Ach super. Oh Gott. Da hoch. Ist ja nicht so mein Ziel, klettern, aber naja. Ich hoffe, wir müssen da nicht allzu hoch, das wäre nicht ganz so toll. Zack. Und hier lang und dann hier weiter, ne? Ja. Und dann können wir jetzt und ob. Hier nicht hoch? Doch. Müssen wir jetzt, ja. Ah, nice. Oh, Bracken, was machst du da? Bist du da, was mache ich da? Hallo? Tschüss. Ah. Was? Ja, warum leckt das gerade? Na, ruf mal. F-Hämmern, das wird mal jetzt bestimmt schön im Video. Oh, scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Ah, je. Ha. Hui. Ey, schön gegen den Felsen. Das ist super, super. Wird er denn gerade nicht gegrillt? Müsste der nicht einfach dann irgendwann mal tot umfallen? Ist er schon wieder am Stöhnen hier? Stromkabel. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Ey. Kann ja nichts dafür, wenn die Dinger schon ausgeschlachtet sind, oder? Immer mal locker bleiben. Aggressiv, die Leute. Naja, er ist ja eh ein Psychopath, von daher. Hier ist es ein Kofferraum. Alle Kofferraum kaputt. Ah, ist das hier ein Safe-Ding, oder was? Nee. Ich dachte gerade, weil das Tor da war, und dann dachte ich, man könnte das so halt zuschieben. Aber ist ja nicht der Fall der gewesen. Nicht der Gefall der gewesen? Hä? Nicht der Fall gewesen, meine ich. Ja, warum schnaufen ist. Du kannst doch hier wohl die Dinger hoch. Was meinst du? Was ist denn das? Wie gesagt, irgendwas hier ist voll sicher, kommt hier rüber, bla bla. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Hm. Ich weiß auch schon, von wo ich da reinkomme.
er denn hier? Was zum Henker willst du? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ja, mach ich. Easy. Aber... Ich kann das nicht mehr! Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören! Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klappe und eher dein Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden an den Kragen, Christoph. Ja, er sollte auf Papi hören. Das ist ja ein Irrer, ne? Wissen wir jetzt alle. Das Rais, ja. Einen leichten Schaden hat, sagen wir es mal so. Ach ja, erinnert mich auch ein bisschen an Far Cry, da musste man das ja auch machen. Also auf jeden Fall bei Far Cry 3 und Far Cry 2 konnte man ja, und Far Cry 4 auch, konnte man ja auf diese, auch diese Türme hoch, diese waren ja auch so, was weiß ich, Funktürme da. So, jetzt lang? Da ran springen, oder was? Jo. Tja, wollen wir mal hoffen, dass das hier gut geht. Ich hoffe echt, die Scheißkletterei war's wert. Hier, oder was? Und F-Taste vergewaltigen? Nein. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob's die Mühe wert war. Hey, Karim! Der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Ach so. Ach, ich könnte ich in den Tod springen, oder was? Alles klar. Boah, ich hab grad... Können wir nur von der einen Seite runter oder auch nach da? Da können wir auch runter. Da gehen wir am besten hier runter, ne? Zack. Und ui. Abwärts geht's. Jo. Und dann wollen wir mal unsere Bezahlung abholen, wenn wir die überhaupt bekommen. Du warst das, oder? Ja. Rahim? Die Antennen. Brecken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Zara und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Jo. We will see us in the tower. Cool. Gibt's hier irgendwas? Ich dachte, wir können das Klo jetzt hier durchsuchen. Kommt ihr denn her? Mann, da. Komm, da gehen wir jetzt eben nochmal schnell hin zu Rais, da können wir dann in der nächsten Folge machen. Da können wir mal einfach mal in so einer Folge einfach mal, wisst ihr, einfach so rumlaufen, ein bisschen was hier plündern und so ein bisschen umgucken. Wir müssen ja nicht jede Folge unbedingt die Hauptquest machen. Aber das mache ich jetzt noch. Ich höre... Was? Ja.
Oh, wo kommt ihr denn alle? Lass mich! Aua, aua! Boah, nein, aua, und da sind wir tot. Scheiße! Ich wollte doch nur plündern, Mann. Boah, Alter, überlegen. Oh, scheiße. So viel. Ich hab mich gerade nicht aufgeregt. Willst du Mann. Handeln? Nein, halt's Maul. Wo sind die denn vorher alle hergekommen, ey? Scheiß Böller hat funktioniert und dann... Ja. Super. Tschüss. Schert über dich drüber. Haha. So, da müssen wir... Zu Reis ist ja da vorne. Es ist nicht da vorne. Wo ist denn... Ach doch. So weit ist er auch nicht weg. Gibt einen schon so einen Geschwindigkeitsboost, ne? Dieses über Zombies springen oder so. Hey Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Karl Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Cool. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Ja, cool. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Krass, was sie alles so hat, ne? Die ganzen Kisten und so. Naja, gehen wir mal hinein und tun uns unsere Belohnung ab. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Rais und das Antizin holen. Alles klar. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Okay. Musstest du schon mal einen infizierten Verwandten umlegen? Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Ja. Meinst du nicht? Ich denke. Macht auch ein bisschen Schaden, ne? Naja, gut. Und dann, wie es jetzt weitergeht, das machen wir in der nächsten Folge. Oder besser gesagt, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß noch und so. Haut rein. Ciao, ciao.